Hallo, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Connor. Wir schauen uns jetzt den Kuhstall im Innenbereich an. Ja, ich glaube eher mit Innenbereich, je nachdem. Version 1.0, das Ganze kommt von Grauto Farms. Gibt es neben PC und Mac auch für PlayStation 4 und Xbox One. Viele haben eine Kategorie platzierbare Objekte und dann Tierhaltung. Hier unten habt ihr ihn, Indoor-Kuhstall. 180 Euro in der Anschaffung, 90 Euro Unterhaltskosten am Tag, Kapazität für 150 Kühe. Jo, schauen wir unsere Skins mal an zum Thema Seasons, Animal Pen Extension und Manure-System. Funktioniert alles, ja, könnt ihr alles nutzen. So, so sieht das gute Stück in dem Falle aus. Ich habe jetzt schon mal ein paar Kühe mit reingenommen. Ihr braucht in gewisser Maßen, sagen wir, eine mittelgroße Fläche. Ne? Wir haben hier die Triggerpunkte überall, soweit so klar. Animal Pen habe ich schon aufgebaut, deswegen. Ja, wo fangen wir am blödesten an? Ich würde mal sagen, halt allgemein erstmal so bei den Texturen, ne? Generell, ihr seht hier Lichtschalter und Co. hat aber in dem Falle nur dekorativ, ne? Hat hier nichts weiter zu bedeuten. Wir haben rundum ein paar Deko-Elemente, ein paar Fässer, ein bisschen Bauschutt hier, ein bisschen Bauschutt da. Ansonsten ist das halt hier dieses schöne Holz, das sieht soweit auch ganz gut aus. Gefolgt von einer Betonwand, die dann auch einmal hier drüben weitergeht zu weiteren Deko-Objekten, denn hier spawnt dann der Mist. Ihr seht schon, relativ ausgeklügeltes System. Wir haben eine Leiter, über die kommen wir dann dementsprechend auch hier hoch aufs Dach. Da seht ihr auch, hat alles Kollision, können wir uns alle so frei bewegen, schick schön. Und dann haben wir einmal noch hier zum Reinfahren, denn hier wird dann einmal das Mischfutter abgelassen. Das ist kein Fehler hier, dass das so eine Senke ist, sondern das ist so gewollt. Schauen wir, seht ihr dann auch dementsprechend gleich noch. Ja, ansonsten laufen hier drinnen dann dementsprechend die Kühe mit rum. Was das hier für ein System genau ist, da bin ich überfragt. Das wisst ihr vielleicht besser als ich. Aber hier kommt halt so ein Schieber. Der fährt dann halt durch und schiebt dann den Mist dementsprechend nach da hinten raus. Ne? Soweit, so klar. Ob das heutzutage noch modern oder erlaubt ist, bitte fragt mich nicht. Ich weiß es nicht, aber lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. So, dann haben wir einmal hier eine Funktion, die nennt sich Active Scrubber. Wenn ich den einmal hier aktiviere, seht ihr, fahren dann diese Teile nämlich auch zu und somit kriegen wir den ganzen Spaß dann auch mit raus. Ne? Soweit, so klar. Sind halt Mistschieber. Also texturtechnisch gesehen habe ich hier nichts anzumerken. Thema Funktion, relativ simpel. Ihr müsst ein bisschen aufpassen, ihr seid natürlich limitiert durch die Höhe und auch durch die Schräge. Ne? Also mit einem LKW geht es hier nicht rein, deswegen habe ich jetzt einfach mal einen Steyr genommen. Ne? Für alle Steyr-Fans und so einen Acroliner. Und dann fahren wir hier einmal mit rein, setzen das Ganze hier auf Abkippseite rechts. Und dann seht ihr jetzt hier schon, ne? Wir kommen halt in diese Schräge mit rein, was halt so gewollt ist. Denn wenn ich das Ding jetzt hier aufmache und noch ein bisschen präziser fahre, ne, seht ihr, wird das Ganze dann hier schön mit reingekippt. Ihr müsst natürlich ein bisschen aufpassen, dass ihr nicht zu nah ran seid, wie ich jetzt hier gerade, weil sonst bekommt ihr auch Probleme. Aber die, die das so hardcore-realistisch spielen, die werden schon wissen, was der richtige Abstand ist und was dementsprechend nicht. Wichtig ist allerdings, es funktioniert und das ist die Hauptsache. Kommen wir zum Thema Stroh. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Hat in den ersten Testläufen funktioniert, jetzt ist es irgendwie anders, also folgendes. Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder ihr nehmt hier, ne, so ein Stroh, Häcksler, Gebläse und fahrt da drinnen mit rein, oder ihr nehmt Ballen und ihr seht, blub, hier ist dann dementsprechend ein Triggerpoint, ne, da kommt das Ganze dann. Ihr könnt es aber nicht lose mit einfüllen, da kommt zwar, da hatte ich mal eine Sekunde den Triggerpoint, und jetzt bekomme ich den aber nicht mehr. Was ich dafür aber bekomme, ist ein Lua-Call-Stack. Ich weiß aber nicht, von wem der auskommt, weil der kommt einfach, wie ihr seht. Ne? Warning, Skript, schieß mich tot, irgendwas mit Children, dann Lua Call Stack, ist mal wieder so absolut nichts aussagend. Ne? Könnte man auch einfach mal, mal so ganz nebenbei behaupten. Aber ansonsten nehmt ihr euch das Ganze hier, wollen wir das gerade nochmal ein bisschen schöner hier machen. So, dass ihr dann halt hier dementsprechend das Ganze hier reinlegt, ist ja klar. Achso, das hat er schon gefressen, sehr gut, umso besser. Dass ihr dann einmal da rein macht, dann fahrt ihr halt hier rein und wenn ihr dann dementsprechend alles hier passend habt, der wird es hier zum Beispiel auch wieder nicht erkannt dort lehnen, dann könnt ihr das Ganze einfach hier so reinfüllen. Spiel mag mich gerade nicht, beziehungsweise ist überfordert, je nachdem. Achso, jetzt haben wir es hier oben, auch nicht verkehrt. Warte, spawn ich mir den mal hier. Blub. So. So, nehmt den ganzen mal hier mit rein, weil ihr seht hier, zack, dann ist es halt weg. Und wenn ihr dann damit halt reinkommt,
könnt ihr das Ganze auch noch mit einstreuen. Aber irgendwie mag mich gerade das Spiel nicht. Deswegen ist okay. Ne? Es funktioniert auf jeden Fall. Seht ihr, jetzt ist der Ball nämlich auch weg. Es ist ein bisschen komisch. Also Stroh ist komisch. Am besten halt Ballen einfach hier in diese Linie reinbringen, hinten oder vorne. Und dann werden die automatisch gefressen oder ihr fahrt halt dementsprechend mit den Teil hier rein. Je nachdem. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist. Da müsste der Modder gegebenenfalls nochmal drüber schauen. Vielleicht hängt das so mit dem Lua-Call-Stick zusammen. Ich kann es euch hier in dem Moment leider nicht erzählen. Aber ansonsten ist das ein schöner Stall. Ohne Frage. Das passt soweit auch. Lock ist, wie gesagt, ich lasse jetzt den Lua-Call-Stick da mal raus. Ist soweit in dem Falle mit sauber. Müsst ihr gegebenenfalls nochmal drüber schauen. Vielleicht habt ihr ja die Rätselslösung oder stelle mich einfach nur gerade zu blöd an. Das möchte ich nicht mal, wie sagt man, wie verweigern? Naja, verdünsten halt, ne? Ja, ihr habt hinten noch einen Lichtschalter, ne? Könnt ihr ja dementsprechend noch Licht mit anmachen. Und dann sind wir hier bei allen Funktionen in dem Sinne einmal durch. Ja, in dem Sinne soll es das gewesen sein. Download-Link inklusive Bewertung ist wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Wenn ihr mögt, lasst ein Däumchen, ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, haut rein. Tschüssikowski. Tschüss.